muss. Elisa Klapheck, sie ist seit heute die erste Rabbinerin in Frankfurt und damit auch in Hessen. Und sie empfindet das als große Ehre, weil Frankfurt eine so große Tradition im deutschen Judentum habe und weil sie künftig einer so mutigen Gemeinschaft vorsteht. Die egalitäre Minyan ist eine liberale Gruppe innerhalb der überwiegend orthodoxen jüdischen Gemeinde Frankfurt. Und diese kleine Gemeinschaft hat nun eine Rabbinerin, ein neuer Anblick. Es ist ein großer Tag für Rabbinerin Elisa Klapheck. Die 47-Jährige ist eine von gerade mal drei Rabbinerinnen in ganz Deutschland. Heute wird sie in der kleinen liberalen jüdischen Gemeinschaft Egalitärer Minyan in Frankfurt das Amt als Gemeinderabbinerin antreten. Angefangen hat dieser Weg in dem Garten einer Freundin 1982. Wir fingen einfach an, spaßeshalber Torah in Hebräisch zu lesen. Eigentlich mehr um unser Hebräisch aufzufrischen. Naja, 20, 30 Jahre gibt es Resultate dazu. Ein wichtiges Resultat ist, dass die gelernte Politologin und Journalistin schließlich die Entscheidung getroffen hat, Rabbinerin zu werden. Vor 5 Jahren wurde sie ordiniert. Ab heute will sie die liberale Gemeinschaft leiten, lehren und begleiten. Um zu zeigen, dass Religion etwas ganz Modernes ist und dass wir das brauchen, so wie wir für alle Entscheidungen Orientierung brauchen, warum wir so oder so handeln, da ist Religion ganz wichtig. Und das wieder neu, modern, jüdisch so zu erschließen, dass wir im 21. Jahrhundert was damit anfangen können, das sehe ich als meine rabbinische Berufung. Schon immer hat sie sich dem liberalen Judentum zugehörig gefühlt. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau gehört hier selbstverständlich dazu. Den Talit, den Gebetsschal, tragen sonst nur Männer. Als Frau diesen traditionellen Männerberuf des Rabbiners zu ergreifen, war für Elisa Klapheck eine klare Entscheidung. Und doch gab es einen Moment, in dem sie als Frau den Schritt in ihre neue Rolle sehr bewusst erlebt hat. Das erste Mal mit einem Gebetsschal in der Öffentlichkeit. Also für mich war das noch ein sehr großes Tabu, überhaupt einen Talit zu tragen und damit öffentlich aufzutreten. Ich bin natürlich aufgewachsen mit der Vorstellung, dass nur Männer einen Talit tragen und der weiße Gebetsschal mit den schwarzen oder eben blauen Streifen. Aber für mich war es ein großer Schritt. Ich habe so circa 1-2 Jahre gebraucht, bis ich ihn dann trug. Und als ich ihn trug, merkte ich ja in der Tat, der sieht gut aus, der passt zu mir, das ist mein Talit. Es ist eigentlich nur ein Stück Stoff, aber es ist die ganze Tradition des Judentums, die auf den Schultern auf einmal liegt. Heute steht sie mit eben diesem ersten Talit vor ihrer neuen Gemeinschaft. Der egalitäre Minyan ist mit gerade mal 200 Gläubigen ein sehr kleiner Teil innerhalb der 7000 Mitglieder starken jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Den größten Teil bilden dabei orthodoxe Juden, die Frauen nicht zu Rabbinerinnen ordinieren. Wir sind ja eine lebendige Gemeinde, eine meinungsfreudige Gemeinde. Natürlich gibt es auch Stimmen, die das nicht so gut finden, aber damit muss man leben. Das Bekenntnis, das wir ablegen, ist, dass wir plural sein wollen, dass unter unserem Dach jeder glücklich werden kann. Das ist die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft überhaupt in ganz Deutschland, unser Bekenntnis zur Pluralität. Unsere Gemeinschaft ist größer geworden, bunter, sie ist viel diverser geworden und wir müssen allen jüdischen Menschen in diesem Land eine Heimat bieten. Elisa Klapheck freut sich auf Frankfurt mit seiner großen jüdischen Tradition. Sie möchte, dass die liberale Gemeinschaft mit ihr als Rabbinerin hier weiter wächst.